Die frühere Bundespräsidentschaftskandidatin Dagmar Schipanski ist nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios gestorben. Angaben der Familie zufolge starb sie bereits am Mittwoch nach kurzer, schwerer Krankheit. Schipanski war langjähriges Mitglied in den Führungsgremien der CDU. Die gebürtige Thüringerin und promovierte Naturwissenschaftlerin führte 1996 als erste Frau den Wissenschaftsrat der Bundesrepublik Deutschland an. 1999 kandidierte sie als damals noch parteilose Wissenschaftlerin für das Amt der Bundespräsidentin. Schipanski unterlag dem späteren Bundespräsidenten Johannes Rau, SPD.